herzlich willkommen. Liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn ihr den Part seht, ist Montag, da sitze ich gerade richtig schön in der Schule. Und wir haben hier tolles Wetter hier am Abend. Das ist super, bin begeistert vom Wetter. Was wir jetzt mal machen, ist nicht so ein Immunuk gehen, weil der schon geschlossen hat. Das nehmen wir uns für morgen vor, weil ich da einfach ein Part früher aufnehmen werde. Und dann werden wir morgen mit Immunuk mal darüber sprechen, wie wir das Haus am optimalsten vergrößern können. Weil das wollen wir ja machen. Heute schauen wir erstmal hier in den Supermarkt und schauen, was hier für Items gibt. Und schauen, ob wir uns hier nicht irgendwas Interessantes, ja, kaufen. Hier haben die immer wieder Sendes. Ich gehe gerne in den Laden. Ich mag ihn wirklich gern. Hier gibt es immer wieder nämlich echt interessante Sachen. Wie das hier zum Beispiel. Punktetafel. Die ist doch cool. Genau das ist genauso Zeugs, mit dem man mein Interesse wecken kann. Das ist so krimmes, dass du mir einen Keller einfach reinstellen. Okay, dieser Stuhl und dieser Hocker sehen jetzt nicht so krass geil aus. Jetzt habe ich das da lassen, aber einen Kessel kaufe ich mir mal, weil den kann man gebrauchen und ich habe nämlich noch keinen. Den braucht man immer mal so bei Angelwettbewerben oder sonstigen Krimskram-Zeugs. Deshalb habe ich den einfach dabei. Ja, erklär's doch mal. Okay, der Kessel eignet sich wunderbar zum Fangen von Insekten. Aber da habe ich schon einiges, weiß ich nicht. Du kannst ihn draußen einsetzen, wähle ihn mit da aus. Vielleicht drücke A, okay. Vielleicht habe ich auch einen 1, bin mir da gerade echt unsicher. Wenn hätte ich ihn also ja nicht mehr benutzt. Doch, ich glaube, ich habe schon einen. Ich glaube, in den Zwischen bald 50 Parten habe ich schon mal einen Kessel gekauft. Aber das ist gefühlt 18 Jahre her, deshalb ich kann mich da nicht mehr erinnern. I'm sorry. So. Sagen wir doch mal, was der Hippo hier hinten müsste, der Christian. Ich finde das so cool, dich wiederzusehen. Ich liebe es, alte Freunde zu treffen, wenn ich hier die besuche. Und besucht das hier schon ziemlich lang, ne? Kann das sein? Und hier ist ja auch noch nichts fertig. Das ist ja auch mal. Bin ich gespannt, wann das hier mal fertig wird. Egal, dann bringen wir das gekaufte Zeug erstmal back zu unserer Hood. Und ich glaube, dann das Haus baust du Melinda und will was Neues für die Stadt errichten lassen. Das können wir ja so später Stunde wenigstens noch machen. Und das ist ja auch zielführend. Jetzt haben wir aber erstmal hier rein. Und zwar. Na. Nee, ist dann erstmal alles in den Krimskrams-Keller. Ist der erste Schritt. Und dann. Gehen wir weiter. Wohin mit dem ganzen Zeugs? So. Weil dann stellen wir sie halt einfach hier hin. Yay. Kann man eigentlich auch irgendwas machen? Ich glaube, die ist so Deko, ne? Was soll's? Punktetafeln sind immer praktisch zu haben. Jetzt sitzt er mir einfach im Ramskeller rum, Armin. Weihnachten, ne? So, aber eigentlich wollte ich jetzt zu Melinda gehen, meiner Sekretärin, und mal schauen, ob wir da nicht irgendwas Neues zu bezüglich der Stadtversöhnung machen können. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir da was machen können. Schauen wir auch mal, was wir da machen können. Dafür muss ich mich auf meinen schönen Bürgermeisterplatz setzen und sage erstmal hallo. Hallo Bürgermeister David, schön dich zu sehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Schauen wir doch mal nach den Umfragen tatsächlich. Ja, ja. Okay. Wenn diese Stadt ein Laden wäre, wäre ihr Sortiment konkurrenzfähig. Mehr nicht. Okay. Zu viel ungenutzte Flächen. Das werden wir jetzt umändern. Wir haben es Viertel versehen. Ich setze mich auf meinen Chefstuhl. Und ich mache eine Stadtversöhnung. Das ist ein neues Projekt.
Verbotzelt, Fotowand. Fotowand ist cool. Designzelt hier dran, Holzhorn, Campingplatz. Aber haben wir nicht so einen Campingplatz bei uns? Da muss ich jetzt ganz geschwind mal lunzen. Vielleicht später. Weil ich glaube, wir haben doch so einen bei uns einen Campingplatz, oder bin ich jetzt komplett dumm? Geh mal weg, ich muss was nachsauen. I want out of here. Aber wir haben doch da hinten so einen Campingplatz. Also da so hinten im Eck. Oder ist das nur der Bereich, wo das später mal hinkommt? Der Sache gehe ich jetzt direkt mal nach. Ich habe ja hier das Großbild. Ich bin ja auch dumm. Ja, es regnet ein kleines bisschen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mein Zimmer auszupacken und anzuziehen. I mean, wenn ich den schon hab, wieso nicht mit Zimmer rumlaufen? Aber ich hätte es wollen können, dass hier einfach so ein Campingplatz ist. Wenn nicht, dann richten wir ihn jetzt. Ich bin wieder langsam an der Zeit dafür. Ja, siehst du, hier ist das schon dieser komische Typ. Die Master Direct kennen. Namaste, wie kann ich helfen? Wo bin ich? Da ist der Wohnmobilplatz, genau. Ah ja, die Urlauber sind hier ganz entspannt, zumindest alle, die es mir vorgestellt haben. Okay. Ah ja. Okay. Heißt das der Wohnwagenplatz? Wir wollen auch noch einen richtig schönen Camping. Oh, geil. Aber bei Regen ist das vielleicht nicht das Geilste. Wir wollen aber auch noch richtig. Lol, damit kann man das Wasser wegdrehen, das ist ja cool. Wir wollen aber eigentlich eher einen richtig coolen Campingplatz. Weshalb ich dann zurückeile und wir mal einen Campingplatz hier eröffnen. Weil die Idee finde ich ja auch ganz nett. Also, let's run back to Melinda. Dann schlagen wir das mit dem Campingplatz doch einfach mal vor. Klingt doch zumindest in der Theorie nach einer guten Idee, ne? Wie es mit der Praxis aussieht, werden wir jetzt gleich sehen. Einfach mal hat-hat-hat-mäßig an allen anderen vorbei. Und rein ins Rathaus. So, gleich zu unserem Platz begeben. Ja, ich will eine Stadtversöhnung. Und zwar ein neues Projekt. Nämlich den schönen Campingplatz. Und los, den will ich behalten. Okay, sagen wir mal, wo wir den Campingplatz aufrichten. Das ist nämlich eine schwierige Sache. Gut, Bürgermeister David. Bringen wir es zum Ort, in der Campingplatz entstehen soll. Jetzt renne ich weg. Wie wär's denn eigentlich direkt gleich mit hier? Sofort ein Platz? Ist nicht viel los. Hier ist doch ganz nett. Ich denke schon. Perfekter Ort dafür, wunderbar. Bin mal gespannt, wie der ganze Spaß aussehen wird. Ja, ich hatte nur einen kleinen Campingplatz, aber jawohl, den wollen wir. Campingplätze nehmen ist immer cool. Alles klar, der Gerot wird Spenden sammeln, damit der Campingplatz verwirklicht werden kann. Wie lange es wohl braucht, bis genügend Spenden für das Projekt Campingplatz entstehen. Gut, ich mache mich auf den Weg zurück ins Rathaus. Du musst natürlich nicht mitkommen, wenn du noch was zu tun hast, Herr Bürgermeister. Okay, also das hier kann man dann spenden. Mal schauen, wie viel denn haben möchte. Nein, 50.000. Okay, dann fange ich mal an.
mit 10.000. Ich spende natürlich in mehreren Parten was so. Und das ist nämlich das Ding. Wir haben jetzt, glaube ich, Part 43. Hier, wir müssen jetzt alles täuscht. Oder? Kann doch sein, kommt das hin irgendwie. Genau, das ist Part 43. Ist Montag, das heißt Part 44. Das heißt, am Mittwoch ist wieder Community Part um 18 Uhr. Und da können eure... Könnt ihr, wenn ihr auf die Welt kommt, gerne bei dem Gero hier was da lassen. Ist natürlich freiwillig. Mich würde es aber freuen, wenn ihr es tun würdet. Ja, ich bin gespannt, wie viel Spenden wir brauchen, wie lange es dauern wird, bis das für eine Kingdom Guards da entsteht. Ich bin mir sicher, der wird 100 aussehen, das wird ein schöner Platz werden. Ja, das war's auch wieder mit dem Part. Ist jetzt ein bisschen kurz, ehrlich gesagt. Ich weiß, meine Videos sind derzeit nicht so lang. Dafür haust du wirklich mehrere am Tag raus, aber das wird jetzt irgendwie noch alles kompensieren. Sobald ich irgendwie eine Möglichkeit gefunden habe, mehr und auch besser aufzunehmen. Das soll es weit mit dem Part gewesen sein. Ich meine, wir haben ja viel gemacht. Wir haben ein neues Projekt, nämlich den Campingplatz. Und mal sehen, wann er fertig gestellt wird. Das war's mit dem Part. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao.